So, hallo, ich bin's, der Manuel. Ich spiele heute mit dem Tier 3 Franzosen Premium Tank FCM 36 Pack 40. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Auf Ensk natürlich. Es ein Begegnungsgefecht. Das wisst ihr natürlich, was es ist. Ich erkläre es trotzdem. Man kann entweder alle killen, oder die Gegner, oder wir tun die Flagge erobern. Den sogenannten Stützpunkt. Es gibt was einen Stützpunkt. Also nicht einen pro Mannschaft, sondern es gibt genau einen Stützpunkt. Das verschwert natürlich das Ganze, aber es vereinfacht wieder drum alles. Ja, es kann schwer oder einfach sein, ne? Wenn es alle Gegner da zum Stützpunkt fahren würden, hätten wir eigentlich keine Chance. Aber ich bin nie alle mit. Ich habe mal gesagt, welche sollen auf die linke Seite rüberfahren. Ich weiß nicht mehr, welche Map. Und dann fahren alle ausgerechnet nach rechts. Vielleicht konnten die keine Englisch und dachten, sie sollen nicht nach links fahren. Natürlich haben wir dann bloß knapp gewonnen, aber auch bloß wegen mir. Nein, Spaß. Natürlich bin ich auch wieder gleich tot. Ich bin wirklich gleich tot. Ah, der ist nicht durchkommen. So. Ja. Hab schon 3 Kills gemacht. Der Panzer hat eine ziemlich gute Panzerung. Ja, das freut mich sehr. Aber es freut mich nicht sehr, dass er nicht so schnell geht. Nee, er geht wirklich nicht schnell. Deswegen sollte man nicht lang rumdiskutieren. Fahr ich da, fahr ich da. Hier kommt wieder einer. M3 Stuart. So, kommt noch ein Schuss, dann ist er tot. Ja, 4, 2, 1. Ah. So, auf den muss ich jetzt aufpassen. So. Dann warten wir mal so im Stützpunkt. Stützpunkt. So, bitte voraus, voraus, voraus. Ja, dann fahren wir mal hier hin. Ich habe gerade keine Premium-Munition geladen. Wie man sieht, es läuft wirklich ziemlich gut. Fuck. Also jetzt hier kann ich auf mich. Ah, da hab ich jetzt. Da ist anscheinend noch einer im Stützpunkt. Dann 4 und 2. So, ich habe schon 9 Kills. Läuft ziemlich gut. Es ist das erste Spiel jetzt, was so gut läuft mit dem Panzer. So, 10. Und... Nein, gewonnen haben wir noch nicht. Der letzte versteckt sich vermutlich vom... Ja, egal. Versteckt sich wahrscheinlich irgendwo. Warten wir einfach mal im Stützpunkt, dann wird er schon kommen. Fast keiner ist durchgekommen.
Aber der Su-76, der hat mich ziemlich gut runtergezockt. Den habe ich auch. So, fahren wir den mal so ein, dann können wir. So. Ich glaube, der kommt von da hinten. Ich habe noch kein Stück Premium-Munition verbraucht. Ist nicht, dass ihr meint. Ja, der Gegner bräuchte bloß noch einen Schuss, dann hätte er mich. Aber hoffentlich ist es nicht so. Ja, anscheinend will er es gar nicht verhindern. Es kommt bitte. Der war gerade vorhin noch irgendwie da hinten. Naja, jetzt ist er da hinten. Ja, es geht wohl nicht. Ja, wir haben gewonnen. Ich habe sehr viel Abzeichen bekommen. Ich habe bekommen Sensenmann. Überlegenheitsabzeichen M. Panzerbrecher. Krieger. Verteidiger. Und Meisterschütze. Erfahrungspunkte habe ich 2298, 23.649 Kreditpunkte. Ja, ich war der Beste überhaupt. Also in dem Gefecht. Schüsse abgegeben 20, direkte Treffer 18, Wirkungstreffer 18, Schaden habe ich insgesamt gemacht 1442, schon ziemlich viel. Treffer erhalten habe ich 7, ist auch richtig viel. Ja, richtig viel jetzt nicht, aber ist schon viel. Dann Gegner entdeckt 2, Gegner beschädigt 10, Gegner zerstört 10, also ja, die 10 halt. Dann Eroberungspunkte 36, Verteidigungspunkte 94, also es ist schon richtig krass. Und ich habe richtig viel, also ziemlich viel Geld bekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr einen Daumen runter machen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir werden uns über